Ich spreche heute über GitHub und Git. Ganz kurz, ist ja nur ein Lightning Talk. Wenn ihr nach dem Talk noch weitere Fragen habt, kommt einfach zu mir. Und ich habe hier in der Box auch noch Flyer und Infomaterialien über Git. Nehmt die am Schluss mit, vergesst das bitte nicht. Was ist überhaupt GitHub? GitHub ist eine sehr gute Möglichkeit, um gemeinsam an Code zu arbeiten. Es ist aber auch ein soziales Netzwerk für Programmierer. Und ganz wichtig, es ist ein Webhoster für Git. Und da kommt schon eigentlich die wichtigste nächste Frage. Ja, wer nutzt GitHub überhaupt? Ich meine, wenn es GitHub gibt, dann müssen da auch viele Leute da drauf sein. Bekannte Beispiele: Bootstrap, Node.js, jQuery, Rails, React, Django, Angular. Vielleicht habt ihr das eine oder andere davon schon mal gehört. Wenn nicht, auch nicht so schlimm. Es sind eigentlich alles sehr große Projekte, die Tausende, wenn nicht sogar Millionen von Benutzern haben und auch sehr viele Entwickler. Und dank GitHub eigentlich so eine Möglichkeit haben, um alle gemeinsam an diesen Projekten zu arbeiten. GitHub gilt so ein bisschen als der Katalysator, dass überhaupt viele Menschen zusammen an Projekten arbeiten und erst dank GitHub die Möglichkeit haben, Code beizusteuern an Projekten, die vorher so ein bisschen für sich gewesen sind. Jetzt habe ich irgendwie schon automatisch vorausgesetzt, dass alle schon wissen, was Git ist. Git ist Versionsverwaltung für Dateien. Ctrl-Z für Profis habe ich hier aufgeschrieben. Also Ctrl-Z quasi das Undo. Also wenn ich einen Fehler gemacht habe, kann ich wieder zurück. Wie kann ich mir das vorstellen in der Praxis? Ja, ich fange mal mit einer Datei an. Dann mache ich die zweite Datei, Index 2. Wenn ich weitergegangen bin, dann mache ich Index 3, dann mache ich Index Test, weil ich muss was ausprobieren, weil ich nicht sicher bin, ob es funktioniert. Und dann mache ich noch weiter und so fort. Und das funktioniert für mich zu Hause, wenn ich oder auf meinem Computer ganz gut, aber nächste Woche habe ich keine Ahnung mehr, was in Index 3 drin war und was ich testen wollte in Index Test und was um Himmels Willen Index ASDF ist, weiß ich schon in 2 Minuten nicht mehr. Und deshalb gibt es Git und Versionsverwaltung, wo ich einerseits die ganzen Dateien darin speichern kann und ihnen auch zusätzlich zu ihrem Namen zur Version quasi dazu speichern kann, was habe ich darin gemacht, was sind die Änderungen, die ich daran gemacht habe. Und ich habe auch die Möglichkeit, Dinge auszuprobieren, wieder zu verwerfen und vielleicht auch etwas auszuprobieren und es mal für eine Weile da sein zu lassen, später daran weiterzuarbeiten und all das quasi mit einem sinnvollen Namen zu versehen, mit einer Änderungshistorie. Ich kann nachvollziehen, welche Änderungen wurden gemacht. Weil in einer Versionsverwaltung speichere ich mir eben nur die Änderungen. Das heißt, ich beginne mal mit einer Version und in der nächsten Version speichere ich mir, was habe ich daran geändert. Und ganz, ganz wichtig, ich notiere mir auch immer eine Nachricht. Ich notiere mir, das habe ich geändert. Und wenn ich später das mir wieder anschaue, dann kann ich nachlesen, das ist die Änderung, die ich gemacht habe. Und gerade wenn ich mit anderen zusammen an einem Projekt arbeite, dann kann ich sehen, was hat der andere für eine Nachricht geschrieben zu dieser Änderung und kann dann nachvollziehen, deshalb gab es diese Änderung und kann so nachvollziehen, weshalb etwas so ist, wie es eben in dieser Datei jetzt abgespeichert ist und nicht einfach nur viele Dateien mit lustigen Namen, Index 1, 2, 3, 4 und so weiter.
Jetzt, wie sieht das aus in der Praxis, wenn ich Git verwenden möchte? Ich bin in einem Verzeichnis drin, wechsle da rein und mache Git init. Und das ist eigentlich schon alles und ich habe mein erstes Git Repository aufgebaut. Und ab dem Zeitpunkt, wo ich das gemacht habe, werden alle Änderungen, die ich ab dann mache, mit Git verfolgt. Der normale Git Workflow ist so, dass ich, wenn ich neue Dateien erstelle, ändere, dann füge ich die dem sogenannten Index hinzu. Und sobald die im Index drin sind, kann ich diese sogenannt committen. Das heißt, ich sage, ich bestätige das, was ich gemacht habe. Das ist wirklich etwas, was ich hinzufügen möchte, dass ich quasi bestätige. Das ist eine Änderung, die ich willentlich gemacht habe und versehe sie eben mit einer Nachricht, die sinnvoll ist. Vielleicht etwas sinnvoller ist als nur meine Commit-Nachricht. Und sobald das quasi passiert ist, dann kann ich mit Git Push diese Nachricht eben auf GitHub hochladen. Wie wir vorher gelernt haben, GitHub ist ein Git-Hoster, wo quasi Git für viele Leute zur Verfügung gestellt wird. Kann ich diese Änderung dort hochladen und andere können sie von dort dann wieder beziehen. Und das Beziehen der Änderung ist mit Git Pull, also wenn wir sagen, zwei Leute arbeiten daran, ich mache eine Änderung, mache Git Push und wenn ich möchte die Änderung, die jemand anders gemacht hat, wieder beziehen möchte, mache ich Git Pull. Und so ist quasi der Workflow, wie wir zusammen in einem Repository arbeiten können. Können dann, wenn zwei Leute an einem Dokument arbeiten, gleichzeitig daran arbeiten oder kann nur eine Person auf einmal an einem Projekt arbeiten? Das ist eine sehr gute Frage. Grundsätzlich können beide unabhängig voneinander am gleichen Dokument arbeiten, weil Git ist so designt, dass jeder hat unabhängig voneinander eine lokale Kopie vom selben Repository bei sich. Aber natürlich, sobald du das dann bei GitHub quasi an einen gemeinsamen Ort tust, da muss es quasi synchronisiert werden. Und wenn ihr jetzt quasi an derselben Zeile eine Änderung gemacht habt, dann gibt es einen Konflikt. Und der muss dann quasi aufgelöst werden. Und vielleicht habt ihr Glück und ihr habt nicht an derselben Zeile eine Änderung gemacht, dann geht es sehr gut darin zu erkennen, wenn es quasi Änderungen sind, die quasi unabhängig voneinander funktionieren, dann macht es das einfach automatisch. Aber wenn es wirklich an derselben Zeile zum Beispiel ist, dann musst du als Programmierer sagen, meines ist richtig, oder im Kontext, ich muss einen Teil der Änderung von meinem Kollegen übernehmen, ein anderer Teil ist von mir. Dann musst du quasi diesen Konflikt auflösen und dann quasi das Resultat wieder hochladen. Kann man auch so mehrere so wie Branches haben, zum Beispiel sagt man, ich habe jetzt ein Projekt, das ist fertig, aber dann arbeitet einer meiner Kollegen arbeitet noch ein bisschen in diese Richtung. Und ich arbeite noch so in die andere Richtung und dann sind es dann verschiedene Projekte mit aber demselben Ursprung. Gibt es das? Ja, das ist absolut möglich, dass man vom selben Ursprung dann quasi abzweigt. Also man hat dann einen Fork, dass man wirklich sagt, wir gehen in ganz unterschiedliche Richtungen. Wenn man von so einem Branches spricht, dann kann man natürlich auch wieder grundsätzlich wieder zurück. Also das wäre ja wünschenswert, dass man nicht völlig unabhängig voneinander arbeitet und es dann völlig auseinanderläuft. Wünschenswert wäre, dass sie wieder zurückgehen. Aber ja, das ist grundsätzlich möglich, ja, klar. Ja, das ist also eine Kurz-Einführung in Git und GitHub. Ich weiß nicht, ob es noch weitere Fragen gibt, die gerade so auf der Zunge brennen. Ja. Also muss ich jetzt da etwas herunterladen, damit ich Git Pull eingeben kann? Oder ist das in der normalen Kommandozeile? So wie du musst Git installieren. Je nach Betriebssystem ist das ein bisschen einfacher oder schwieriger. Wenn du Linux hast, dann ist das in deinem Paketmanager schon mit dabei.
Bei Windows musst du das noch zusätzlich herunterladen, aber grundsätzlich ist das einfach ein Tool, das du herunterladen kannst, ja.